mitten am Tag halten wir inne. Wir suchen Trost in unserem Gebet. Wir nehmen Worte der Hoffnung in unser Innerstes auf. Wir tragen die Botschaft des Lebens hinaus in unsere Welt. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Passionsgebet hier aus der Evangelischen Kirche in Gols. Ich bin Iris Heidvogel. Hier in Gols, das im nördlichen Burgenland liegt, nur wenige Kilometer vom Neusiedlersee entfernt, sind in diesen Tagen die Mandelbäume aufgeblüht. Und nun kann man in den Weingärten, an den Wegen und Straßen überall wunderschön blühende Bäume entdecken. Auch ich habe heute eine Blume mitgebracht. Diese Primel hat in unserem Ort eine sehr wichtige Aufgabe. Mehr davon erzähle ich dir später. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Was zählt? Und warum? Jesus und die Menschen, die ihm nachfolgen, sind gerade auf ihrem Weg nach Jerusalem, als die Fragen in ihrer Runde hochkommen. Kein Wunder. Die Menschen, die Jesus nachfolgen, spüren, es liegt Veränderung in der Luft. Jesus spricht vom Tod und vom neuen Reich, das er unter ihnen gründen wird. Und nun wollen sie es ganz genau wissen. Was ist unsere Aufgabe? Was zählt? Und warum? Jesus antwortet ihnen mit den Worten, die ich nun aus dem Evangelium des Matthäus vorlese. Wer unter euch groß sein will, der soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Diener. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um zu dienen und gebe sein Leben als Lösegeld für viele Menschen. Was ist unsere Aufgabe? Was zählt? Und warum? Das habe ich die Konfis hier in Gols, also die Jugendlichen, die sich in diesen Monaten auf die Konfirmation vorbereiten, gefragt. Warum geht ihr heute Nachmittag zu den Familien auf Besuch, wo im letzten Jahr ein Familienmitglied verstorben ist? Seit einigen Jahren machen das die Konfis nämlich einmal im Jahr hier in Gols. Sie gehen mit einem Frühlingsblümchen zu den Familien nach Hause und überreichen dieses Blümchen im Andenken an ein verstorbenes Familienmitglied und laden die Menschen, die sie dort empfangen, ein,
zur Auferstehungsandacht am Ostersonntagmorgen auf den Friedhof zu kommen. Warum sollt ihr das machen? Warum geht ihr zu diesen Menschen auf Besuch, habe ich die Konfis also gefragt. Zunächst war da großes Schweigen. Aber nach und nach sind ganz viele und ganz tolle Antworten gekommen. Damit die Menschen nicht so alleine sind, hat ein Konfi gesagt. Damit sie merken, da denkt jemand an mich. Weil sie sich freuen, wenn jemand zu Besuch kommt und ihnen eine Blume überbringt. Weil sie traurig sind und ihnen das vielleicht ein bisschen hilft. Weil es einfach nett ist, hat ein Konfirmand zum Schluss dann gesagt. Ja, es ist wirklich einfach eine nette Geste. Und zu diesen vielen tollen Antworten der Konfirmandinnen und Konfirmanden habe ich dann noch eine weitere Antwort dazugelegt. Weil Jesus gesagt hat, wir sollen das tun. Anderen dienen. Andere besuchen, sie trösten, ihnen eine Freude bereiten. Ihnen helfen und zuhören. Wir sollen anderen Menschen zeigen, dass wir an sie denken. Gerade denen, die traurig sind. Dass wir nicht nur die Fröhlichen und die Glücklichen, die jeden Grund zum Feiern haben, besuchen, sondern eben die wenig Grund zum Feiern haben. Die nach vielen Jahrzehnten einen lieben Menschen an ihrer Seite verloren haben und die jetzt unglaublich einsam sind. Die ja nach Jahren der Pflege jetzt gar nicht genau wissen, was sie mit ihrer ganzen freien Zeit anfangen sollen. Die ihre Eltern, ihre Geschwister oder ihre Kinder zu Grabe getragen haben. Die Konfis in Gols bringen also so ein Blümchen vorbei. Ein kleines Geschenk, ein liebevolles Andenken an jemanden, der verstorben ist. Es ist ein ganz einfacher Dienst, ein ganz kleines Geschenk. Und trotzdem weiß ich, dass viele Menschen an diesem Nachmittag schon zu Hause aufgeregt und neugierig warten, dass es endlich an ihrer Tür klingelt. Dass die Freude auch an so einem kleinen Geschenk riesengroß sein kann. Jesus hat sich sogar selber verschenkt. Sich selbst geschenkt. Manchmal, da frage ich mich auch da, warum? Warum so ein großes Geschenk? Warum hat es das gebraucht? Und dann stehe ich bei einer Beerdigung am Friedhof, am offenen Grab, und ich lese das, was Jesus spricht, was er uns verspricht. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Dafür. Für diese große Hoffnung, dafür hat sich Jesus geschenkt. Damit wir sogar am offenen Grab oder sogar mitten am Friedhof am Morgen des Ostersonntags stehen können und traurig und getröstet zugleich sind. Damit wir andere Menschen trösten können und Freude und Zuversicht sogar dorthin bringen, wo Trauer und Leid gerade zu Hause sind. Damit wir mit der Hoffnung dienen können, in Zeiten, die manchmal hoffnungslos erscheinen. Vielleicht ist also dieser kleine Dienst der Konfis doch gar nicht so klein. Und das kleine Geschenk nur ein Vorbote. Ein Vorbote für das große Geschenk, das Gott uns macht. Amen.
Wir beten miteinander und füreinander. Gott, wir können dich nicht einfach bitten, dass du den Krieg beendest. Denn wir wissen, dass du die Welt so gemacht hast, dass wir Menschen unseren eigenen Weg zum Frieden finden müssen. Mit uns, unseren Nachbarinnen und Nachbarn. Gott, wir können dich nicht einfach bitten, dass du den Hunger beendest. Denn wir wissen, du hast uns alle Mittel gegeben, um die ganze Welt satt zu machen, wenn wir nur weiser damit umgehen würden und gerechter teilen. Gott, wir können dich nicht einfach bitten, dass du Hass und Vorurteile ausreißt, denn du hast uns schon Augen gegeben, dein Ebenbild in jedem Menschen zu erkennen und uns zu freuen an einem fröhlichen Gesicht. Wir können dich nicht einfach bitten, dass der Tod aus unserem Leben verschwindet und die ganze Verzweiflung mit ihm. Denn wir wissen doch längst, wo die Hoffnung wohnt und dass die Zuversicht aus unseren Gesichtern strahlen muss. Darum bitten wir dich stattdessen um Mut, um Entschlossenheit, um Beharrlichkeit, dass wir tun, was du uns geboten hast, dass wir glauben, was du uns versprochen hast, dass wir deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter werden und dir und den Menschen von ganzem Herzen dienen. Amen. Sei gesegnet. Unser Gott, segne und behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.